mich schon wieder, und zwar mit dem nächsten Update. Da geht es jetzt um Blumenmädchen. Da wurde ich auch um ein Video gebeten. Und das mache ich natürlich. Ich muss euch sagen, ich glaube, das hier sagt schon alles. Ich habe es wirklich getestet. Muss sagen, ja. Also, erstmal zu den Hundeprodukten. Ich fand die erst richtig, richtig, richtig gut. Aber meine Hunde haben dann angefangen, darauf zu reagieren. Die haben Pickelchen bekommen, die haben Ausschlag bekommen. Also nicht alle, aber manche. Deswegen ist es da bei den Hunden für mich durchgefallen. Obwohl die super, die hatten so weiches Fell, Leute. Die hatten so weiches Fell. Dann hatten wir hier richtig schlimm gehabt im Sommer. Letzten Sommer war das ja. Da hatten wir richtig, richtig schlimm mit Milben. Probleme gehabt. Das hat auch da super gut geholfen, weil die Hunde hatten so schuppige Haut. Das war alles toll, bis der Ausschlag kam. Bis der Ausschlag kam, und es war bei zwei Hunden von mir. Und bei meiner Mama, die hat ja auch zwei Hunde, da hat sich einer angefangen zu kratzen und hat Pickel bekommen. Also muss ich sagen, weiß ich nicht. Also wer nicht so empfindliche Hunde hat, vielleicht, für andere nein. Dann habe ich bestellt Handseifen. Muss ich auch sagen, weiß ich auch nicht so genau. Ich hatte jetzt 4 oder 5 Handseifen von denen getestet. Ich finde, die machen trockene Haut. Das ist meine persönliche Einstellung oder meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich teile hier nur meine eigene Meinung. Das kann ja bei euch ganz anders sein. Aber bei mir ist es so, wenn ich mich damit wasche, ich habe so trockene Hände, ich muss sie sofort eincremen. Deswegen, die Gerüche sind richtig toll. Wir benutzen die Seife natürlich auch zu Ende. Ich habe jetzt auch unten diese Seife, die lieben meine Kinder einfach, weil sie so unfassbar gut riecht. Das ist so eine weiße Katzenform. Die riecht auch wirklich richtig toll. Aber, ja, wie gesagt, ich kriege da so raue, also so trockene Hände von. So richtig ausgetrocknet sind die nach dem Waschen. Das habe ich so bei anderen Handseifen jetzt nicht so extrem, finde ich. Das ist mein Empfinden. Zu der Lagerung, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man das echt nicht feucht oder so lagert. Ich habe das jetzt zur Lagerung in den Packungen da gelassen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so optimal ist. Aber die haben sich geruchstechnisch oder so nicht verändert. Also ich fand das jetzt von der Lagerung her ganz gut. Ich habe geguckt, dass es kühl, dunkel gelagert ist. Und ja, wie gesagt, ich habe da wirklich Massen von bestellt. Ihr braucht auch gar nicht so viel. Also so, es hält nicht so lange, wie die sagen, finde ich. Also ich habe die Seife zum Beispiel von den Hunden auch relativ schnell leer gehabt, in Anführungsstrichen. Also es waren nicht, ich weiß es nicht mehr genau wie viel, aber es waren nicht so viele Wäschen wie angegeben. Also wenn ihr den Hund richtig schön sauber haben wollt, dann ja, müsst ihr schon relativ viel Produkt verwenden. So finde ich das. Ich möchte noch was zu den Haarprodukten sagen. Und zwar war das auch nicht so ganz meins. Einfach aus dem Grund, weil mir das Schäumen gefehlt hat. Das war das Erste. Also normal, ich bin da jemand, der da richtig rumwurschtelt. Also es muss richtig, richtig sauber sein für mich. Und dadurch, dass das nicht schäumt, hat man nicht das Gefühl, dass es richtig sauber ist. Das ist Punkt 1. Punkt 2, was ich wirklich noch nie bei einem Produkt hatte. Ich hatte hier unten, die Spitzen waren richtig kaputt, also so richtig trocken. Und hier oben auf dem Kopf war es direkt fettig. Also schon, ich habe meine Haare gewaschen und ein paar Stunden später wurde das schon wieder fettig hier oben. Und ich habe mehrere Shampoos von denen. Ich habe nicht eins, also ich habe viele. Und das war egal, welches ich da benutzt habe. Eine Freundin von mir sagte, ja, du musst es lange benutzen, so 4 bis 6 Wochen, dann geht das weg. Aber Leute, so lange will ich keine fettigen Haare haben. Also ich habe das, glaube ich, 3 Wochen benutzt. Und nee, also war nicht meins. Und auch die Haare haben nicht so schön gerochen, wie ich das halt sonst kenne von den Produkten, die ich verwende. Und ja, war ich irgendwie nicht so glücklich mit. Ja, also das war jetzt mein Feedback sozusagen zu diesen Produkten. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind. Es ist natürlich Seife und dies und so. Also jemand, der sowas mag, der kann sich es holen. Aber mich hat es jetzt nicht überzeugt, muss ich sagen. Also ich benutze lieber die Produkte, die ich habe. Ich werde das irgendwann schon leer machen hier, aber ja, es nicht wegschmeißen oder so. Aber wie gesagt, nochmal kaufen würde ich es nicht. Ja. So, das war's dann von mir. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.